Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich stelle vorsichtshalber nochmal meinen Fernseher ein bisschen leiser. Der hat mich gerade ein wenig angeschrien. Okay. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, als wir die Basisfunktionen, die ja nun wirklich sehr basic waren, freigeschaltet haben. Was ich interessant finde, ist, dass wir letztes Mal endlich irgendwo einen Hinweis bekommen haben, was dieses Erinnerungsmenü, dieser Reiter in unserem Menü zeigen sollte. Ergo, schauen wir doch einfach mal in unser K-West. Moment, hier genau, unser Album. Das sind Fotos von Zelda. Die sollten wir wohl wiederentdecken, finden, was auch immer. Und hier können wir 1000 Sachen registrieren und ich denke, wir müssen von jedem Shit ein Foto machen, sehe ich das richtig? Es wird vielleicht ein bisschen heikel, aber kriegen wir bestimmt alles hin. Okay, jetzt habe ich aber immer noch nicht, so hier, Tagebuch. Besiege Ganon, die vier Titanen, Zeldas Vermächtnis. Achso, stimmt, wir wollten zu Impa weiter carousen. Das ist ja kein Problem, oder? Wie wäre es aber, wenn wir hier in Hateno noch... Wenn wir schon mal hier sind, wo ist denn der... Ist das der Hateno-Turm? Den habe ich ja sogar schon markiert. Das ist der Hateno-Turm. Das heißt, ich teleportiere mich jetzt dorthin. Und dann... Schnabulieren wir uns mal den Hateno-Turm nochmal eben, oder? Es war doch, Hateno hieß, nein, Hateno war nur das Dorf. Die Region heißt wohl anders. Das werden wir rausfinden, wenn wir den Turm betrachten, aktivieren, der schon aktiviert ist, aber dann, wenn wir beim Turm sind und ihn mit dem Shika-Stein nochmal aktivieren, Kartendaten runterladen, weil das pro Turm gemacht werden muss, weil die Türme ja nicht schon irgendwie vernetzt sind. Nein, sind sie nicht. Deswegen sind sie auch nicht allesamt gleichzeitig aus der Erde geschossen. Weil sie nicht vernetzt sind. Nein, nein. Okay, genug dergleichen. Das sollte ja wohl kein Problem sein, mal eben den Turm da hinten abzustauben. Dam-di-da. So weit weg ist er nicht. Wir können ja chillig in die Richtung gleiten. Mein Sensor schlägt auch nicht aus, aber nur damit wir nichts verpassen. Klick, klick. Holen wir uns den Lobo wieder dazu. So. Nur so zum... spaßigen Ausprobieren. Lutz hat dich wohl nicht gehört. So, was denn das denn? Ah, guck mal an. Da oben sind Bockblins und Moblins. Finde ich immer gut. Sowas kann man... Oh, hi. Sowas kann man doch irgendwo immer gebrauchen. Oh, deren Nacht. Wollen wir da mal raiden gehen? Ja. Hello again! Oh, scheiße. Vielleicht sollte ich nicht die Fackel ausrüsten. Shit. Sondern... Sag mal, was kann das Ding denn? Au! Hast du ein Problem? Yeah! Du Bastard! Ein Reiseschwert. Wollte das nicht jemand haben? Wollte das nicht jemand sehen? Wow! Wow, 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 wow! Die haben mit Fässern nach mir ge... Ich hab gedacht, ich bin tot. Ich hab so gedacht, ich bin tot. Ich meine, dass... ihr... Das... Ja. Ich meine, das geht schnell in dem Spiel. Wie wir alle wissen. Ja. Bisschen geht ja noch.
Whoop! Bling! Ha! Ooh, 10. Nochmal 5. Bockbogen, das ist irgendwie doof. Ach, wegen dem Feuerchen hatten wir den Aufwind. Das ist natürlich... Ich finde das so nice, was man mit der Physik in dem Game hier alles machen kann. Das haben wir auch noch nicht bis zur Gänze ausgeschöpft, das sage ich euch. Aber wie viele Pfeile kann ich eigentlich hier rumschleppen? Cool ist es. Bogentasche ist voll. Da können wir noch was wegwerfen für, oder? Yeah. Oh, zieht euch mal rein. Den Pfeil können wir uns krallen. Das ist schon... Aha. Le Kiste. Ein Opal. Cell-Loot ist immer geil. Was mir fehlt, apropos Cell-Loot... Ist aber gerade, abgesehen von dem Opal, der aber in sowieso, der nur in der Holzkiste war, in Anführungsstrichen nur Holzkiste, wofür habe ich es gemacht? Wo war die jetzt, wo war jetzt die gelockte Kiste? Ach, ihr Mistviecher. Egal. Lobo, hol dir mal das Fingen da vorne. Du. Hau rein, komm. Ja, gehen. Was? Yay. Joink. Braver Lobo. Und wen haben wir denn da? Batz. Hä? Was willst du? Come on, come at me, bro. Okay, gut. Okay. Why not? Le Turm ist eingerankt. Überall? Oder kommt man da... Na, das geht. Hateno-Turm. Also ja, Hateno-Region. Da war ich doch richtig. So. Jop. Oh. Okay. Dann brauchen wir dann schon ein bisschen Ausdauershit gleich. Hopp. Nee. So, ich hatte doch hier irgendwo... Das... Ist erstmal für meine Heilung sehr gut. Und ich hatte hier doch Ausdauermedizin. Die kann man sich schlürfen. Oh. Dann war aber schon, wa? Ich habe gedacht, ich habe mehr Ausdauershit. Ist nicht schlimm. Hier können wir erstmal regen. So. Ja. Alright. Tü. Boah. Also, manchmal... Also, sie hätten es schon ein bisschen schneller machen können. Ich meine... Ich, hätte an den Verhältnissen ein bisschen mehr rumgespielt. Zum Beispiel, also... Dass ich die Ausdauer im Kampf entsprechend brauche, ja, klar. Aber ich meine, verhältnismäßig zieht's euch bei Monster Hunter rein. Da kommt einem die Ausdauer schon recht wenig vor. Und das hier ist quasi auch beim Klettern. Ich meine, ich kann halt auch dieses... Oh, scheiße. Jetzt hab ich verschissen! Da habe ich aber noch mal Schwein gehabt.
Habe ich hier irgendwo was? Wenn ich jetzt gerade schon so im Arsch bin. Ja, komm hier. So. Jetzt aber richtig. Na, da hätte ich nicht sporten sollen. Das war ein bisschen doof von mir. Geb ich ja zu. Also ich muss auf jeden Fall mehr Ausdauermedizin zusammenbasteln. Ich meine, ich habe genug Ausdauerpilze. Ne? Die könnte ich ja eigentlich ohne Probleme zusammenschmeißen, das Gebräu. Das mache ich ganz einfach mal in Kakariko gleich. Ich meine, wir können auch beten und können uns wieder vier so Symbolchens zusammenraffen, um noch einen Tacken mehr Ausdauer zu bekommen. Ja, noch so ein. Dann haben wir. Wow, dann haben wir ein, zwei Fünftel Ausdauerleiste. Das ist natürlich. Ja, komm schon. Oh, ist das knapp. Okay. Joink, das Ding da drauf. So. Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Also mal wieder ein Windows-Update. Oder läuft der Schikastein vielleicht auf Android? Ok. Vielen Dank. Datenübertragung beginnt. Dieses. Also, ich weiß, es ist für Zelda verdeutlicht, aber die Idee, also die Theorie, Daten in so einem Tropfen zu übertragen, ist irgendwie witzig. Also, don't know. Cool. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Klick. Alright. Das ist aber schick. So, okay. Also. Jumpen wir nach Kakariko. Teleport. Und, ja, ich hätte eigentlich von hier oben kurz mal nach Schreinen Ausschau halten können. Wir werden schon alle finden. Denke ich. Ich meine, wir haben schon, kommt schon, wir haben schon einen Sensor. Also, und Lobo. Und wir haben Lobo. Wird schon passen. Okay. So, na komm schon, lade fertig. Manchmal sind die Ladezeiten doch ein bisschen bitter. Das habe ich vom Cartridge, vom N64 Cartridge und so, habe ich das anders in Erinnerung. So, zeig mal, Rubine. Und wenn wir gerade schon mal hier in der Ecke sind. Ja, wir haben nämlich auch genug, wir haben auch mehr Bockblind-Zeugs. Dann könnte man doch mal eben unsere Rüstung ein bisschen updaten, ne? Hey Lady, ich bin wieder da. Ich frag mich echt. Oh, keine Feen mehr hier? Ich frag mich echt, wer von den Entwicklern bei diesen Feen eigentlich so ein Giantess-Fetisch hatte. Ja, bitte verstärkt meine Kleidung. Ich habe genug Kraft in deine Kleidung, ein klein wenig zu verändern. Ja. Okay. Achso. Ja, mach mal hier. So, Hylia-Hose. Trage ich doch gerade. Gerne, bist du doch ganz. Ja. Oh, los. Vielen Dank für. Nun. So. Traditionelle Beinkleidung. Ja. Und fertig. Wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus, doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Zeig mir mal, was du noch so verstärken kannst. Gar nicht schlecht. Bockblin-Herzen, Schleimgelee, kein Problem. So, dafür brauchen wir mehr Sportlinge. Ja.
Aber ansonsten kein Problem. Könnten wir also. Mach ich auch. Machen wir einfach ohne Probleme. Kostet ja kein Geld. Ja, dann, wenn ich mal wirklich Klopperei haben sollte, schön Rüstung anziehen. Warum nicht? Wenn ich ja dann auch noch irgendwann mal schwarz werden kann, ne? Dann bin ich happy. Dann bin ich richtig happy. So, ein bisschen mehr Bockblindenherzen wären natürlich cool gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. So, zeig. So, krieg ich noch was? Nur die Kapuze. Komm. Das ist ziemlich cool, dass das kein Geld kostet. Bei Bitter auch immer dieses Punkt, Punkt, Punkt hat. Der ist einfach. Ich finde das bei Hyrule Warriors schon immer so nice. Der ist einfach grundsätzlich irritiert von diesen großen Feen. Okay. So. Ja, bye. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Armor. Und jetzt holen wir uns noch ein bisschen mehr Ausdauer. Und egal, ob die Zeit da noch reicht oder nicht, quatschen wir mal eine Runde mit Impa. Ich versuche, ja, also, es ist schon immer ein bisschen krass, wie sehr ich versuche, also, wie wenig Fortschritt hier halt rumkommt. Das ist manchmal ein bisschen bitter. Aber was soll ich machen? Macht dir die Regen nichts aus? Ich würde dir ja dieses Sheikah-Gewand leihen, aber das dürfen nur Sheikah tragen. Jedenfalls habe ich Nachforschungen angestellt und weiß jetzt ziemlich genau, wo die Feenquelle ist. Leider ist es sehr schwierig, zur Quelle zu gelangen. Ach ja, aber ich will sie so gern sehen. Ein Bild würde schon reichen. Ah, okay, cool. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit zu schätzen weißt. Ich habe die ungefähre Lage der Groß. Ja, aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade noch mal mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Cool. Mir nach! Wow. Warte kurz. Dude, warte kurz. Warte kurz, Mann, ich will hier beten, ja? Ausdauer. Yes. Ja. Gib mir Ausdauer-Container. Danke. Sieht besser aus. Bringe den Frieden zurück nach Hyrule. Ja, danke. So, was ist der Dude jetzt hin? Ach, da. Hey. Kann ich den wegkicken? Ja, cool. Ha! NPCs, die auf mich reagieren. Das ist ja der Hammer. Okay. So, Dude. Wie sieht's aus? Dam-ti-da. Na komm schon. Mach nicht schlapp jetzt. Dude. Na komm. Wie seine Haare wirklich geformt sind, wie so ein Pinsel. Dingsy. Ey. Hallo? Ich bin so müde. Bergsteigen ist nichts für mich. Ich kann nicht mehr weiter. Die Quelle der großen Fee soll hinter diesem Schrein sein, heißt es. Aber hier geht mir immer die Puste aus, meine Güte. Außerdem gefällt mir das Wetter nicht. Ich brauche ein Päuschen. Wenn du die Quelle findest, vergiss nicht, mir ein Bild davon. Oh. Okay. Wattenlappen. Na gut. Cool. Okay.
Das ist cool, dass da wirklich das Ausrufezeichen dranhängt. Ist nice. So. Dann werde ich dem Kollegen hier. Ja. Hab sie gefunden. Ist um die nächste Ecke, du Vollidiot. Wow, wie bitte? Ist das dein Ernst? Ja. Bild von diesem Ort. Wenn ja, zeig es mir. Da hast du. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Sie ist wirklich schön. Aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Ja, whatever. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Guck mal. Großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ah, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranellspitze. An seinem Fuße liegt das Nydra-Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Was für ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe. Was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Okay. Das heißt, bei dem kann ich mir immer Tipps holen für meinen Shit. Kann das sein? Album. Ernsthaft? Du hättest mir wenigstens das scheiß Shika-Gewand geben können, von dem du gelabert hast, du Lappen. Eigentlich wollte ich den Apfel ja haben. Egal. So, ich habe euch versprochen, wir reden noch mit Impa. Machen wir auch. Yo. Joho. Ich habe gehört, Pora hat dich für ihre Arbeit eingespannt, aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Woher wissen die das alle so schnell? Oh wow, das war leicht. Zeig mal hier. Ja, da hast du. Da. Tu mal Smartphone. Diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Cool. Now what? Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Okay. Falscher Knopf. 12 Fotos Prinzessin Zelda einst aufgenommen hat. Wenn du die Orte besuchst, die sie zeigen, kannst du vielleicht deine Erinnerungen an Prinzessin Zelda zurückgewinnen. Du musst noch 12 Orte besuchen. Wow. Ich habe aber 18 Erinnerungen. Okay. Nützliche Informationen. Das wollte ich nur wissen. Leute, so. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir sind nach einer weiteren Überlänge-Episode dann erstmal raus für heute. Okay? Cool. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Blank.